Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Die Links zu den Artikeln packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Bangkokpost.com berichtet heute am 12. Juni 2021. Die Gesundheitsbehörden meldeten am Samstag 29 neue Covid-19-Todesfälle und weitere 3.277 Neuinfektionen, was die kumulierte Zahl auf 1.431 Todesfälle und die Zahl der Fälle seit Beginn der Pandemie auf 193.105 erhöht. Das Center for COVID-19 Situation Administration sagte, dass 2.385 der Neuinfektionen in der Allgemeinbevölkerung und 892 in Gefängnissen aufgetreten sind. Thailandtipp.info mit Quellenangabe Bangkok Post berichtet: Das Gesundheitsministerium sperrt sich gegen Pattayas Pläne zur Wiedereröffnung. Bangkok Pattaya, das thailändische Gesundheitsministerium, sperrt sich gegen Pattayas Pläne, den geimpften ausländischen Urlaubern die Rückkehr im vierten Quartal des Jahres ohne eine Quarantäne zu ermöglichen. Die Küstenstadt schlug kürzlich einen Plan vor, den die Beamten Pattaya Move On nannten. Einen Plan, um Touristen in der Hochsaison wieder willkommen zu heißen, nachdem mehr als zwei Drittel der Einwohner und Hotelangestellten bereits gegen Covid-19 Impfungen erhalten hatten. Das Programm würde es den vollständig geimpften ausländischen Touristen ermöglichen, ohne 14-tägige Quarantäne nach Pattaya einzureisen, obwohl sie 7 Tage in den Bezirken Banglamung und Sattahip bleiben müssen, bevor sie an einen anderen Ort reisen dürfen. Thanes, der amtierende Präsident des Tourismusrats von Chonburi, sagte jedoch am Freitag, das Ministerium habe erst kürzlich seine Bedenken hinsichtlich der Idee geäußert. Im Gegensatz zur Ferieninsel Phuket ist Pattaya eher eine offene Stadt und daher befürchten die Gesundheitsbehörden, dass es schwierig sein würde, die Bewegung von Touristen zu regulieren, gab Herr Thanes zu. Er sagte, Pattaya hoffe immer noch, sich auf eine vollständige Wiedereröffnung vorbereiten zu können, indem im August und September eine sanfte Wiedereröffnung mit der Einschränkung versiegelte Route ermöglicht werde. Dies würde erfordern, dass selbst vollständig geimpfte ausländische Touristen 3 bis 5 Tage in ihren Hotels bleiben müssen. Danach können sie zu vorab genehmigten Orten reisen, die über eine Hygienestandardzertifizierung der Safety and Health Administration, kurz SHA, verfügen. Der Tourismuschef sagte, dass die Maßnahme dazu beitragen sollte, die Bedenken der Gesundheitsbehörden vor der erhofften Wiedereröffnung im Oktober zu zerstreuen und war optimistisch, dass Pattaya mehr Impfdosen erhalten würde, um mindestens 70% der Anwohner abzudecken, sobald ein klarer Zeitplan für seine Wiedereröffnung vorliegt. Etwa 900.000 Impfdosen seien erforderlich, um 450.000 Menschen oder rund 70% der Bevölkerung zu impfen, stellte er weiter fest. Wochenblitz.com mit Quellenangabe Nation berichtet: Best Case für Phuket Sandbox, bis zu 1,2 Millionen Touristen. Bis zu 1,2 Millionen ausländische Touristen könnten über Phukets Reiseprogramm Sandbox nach Thailand reisen. Das ist nach Angaben des Forschungszentrums Kasikorn das Best Case Szenario. Sie schätzen, dass das Programm, das geimpfte Touristen die Einreise und den Aufenthalt auf der Insel ohne Quarantäne ermöglichen soll, vom 1. Juli bis Ende des Jahres 550.000 bis 1,2 Millionen Touristen anziehen könnte. Worst-Case-Szenario, nur 250.000 Touristen kommen in den nächsten 6 Monaten an. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wochenblitz.com mit Quellenangabe TAT berichtet auch noch: Thailands Golfquarantäne wird ausgesetzt. Bangkok, Thailands Golfquarantäne, eine alternative Quarantäneoption in einem zertifizierten Golfresort, wird ausgesetzt, bis sich die Covid-19-Situation verbessert. Reisende, die vor der Ankündigung Vorkehrungen getroffen haben und eine Einreisebescheinigung oder COE erhalten haben, können weiterhin die thailändische Golfquarantäne genießen. Das Programm ermöglicht ausländischen Golfern, sich bei der Einreise ins Land der obligatorischen 14-tägigen Quarantäne zu unterziehen, während sie 18 Löcher spielen. Mehrere Resorts in Kanchanaburi, Nakhon Nayok, Phetchaburi und Chiang Mai wurden genehmigt. Der Artikel geht auch noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, Link dazu unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Und Thailandtipp.info mit Quellenangabe The Nation Thailand berichtet auch noch: Malaysia hat seine vollständige Sperrung um weitere 2 Wochen verlängert. Putrajaya, Malaysia wird die landesweite Vollsperrung ab dem 15. Juni um weitere 2 Wochen verlängern.
berichteten die internationalen Medien. Der hochrangige Minister Datuk sagte, die Entscheidung sei unter Berücksichtigung der hohen Zahlen der täglich gemeldeten Fälle getroffen worden. Er sagte, die Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrats unter dem Vorsitz des Premierministers habe gestern am 11. Juni einen Bericht und einen Vorschlag des Gesundheitsministeriums gehört. Zitat, es wurde dabei beschlossen, dass die Sperrung um 2 weitere Wochen mit Wirkung vom 15. bis zum 28. Juni 2021 verlängert wird, sagte er in einer Erklärung. Auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Wiedereröffnung Pattaya wird mit skeptischen Augen betrachtet und für Phuket, für die Sandbox sind im schlimmsten Fall 250.000 Besucher erwartet und im besten Fall 1,2 Millionen Besucher. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.